15 Jahre ist es nun alt und noch immer versprüht dieses Intro einen unvergleichlichen Charme. Gehören tut es zu dem Point-and-Click-Adventure Day of the Tentacle, die Fortsetzung des LucasArts-Klassikers Maniac Mansion. Ach, LucasArts, die große Software-Schmiede, verantwortlich für so manche Nostalgieträne, wegen einer Reihe legendärer Adventures, von Monkey Island bis Sam & Max, von Indiana Jones bis, nun ja, eben Day of the Tentacle. Hier geht es um Purpur-Tentakel, ein, Haustier des irren Wissenschaftlers Dr. Fred Edison. Dessen Giftmüllverklapperei wird ihm nun zum Verhängnis, denn Purpur-Tentakel nimmt einfach mal einen beherzten Schluck aus der grünen Suppe, wird daraufhin größenwahnsinnig und will kurzerhand die Welt erobern. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Wir sollen's richten in der virtuellen Haut von Hoagie, einem dicken Bühnenarbeiter, dem spießigen Physikfan Bernard und der quirligen Medizinstudentin Laverne. Um Purpur-Tentakels Pläne zu vereiteln, reisen die drei in der Zeit zurück. Der Plan? Ins Gestern hüpfen und Dr. Freds Giftmüllhahn rechtzeitig zudrehen. So zumindest die Theorie, doch die Praxis verläuft anders. Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Denn statt 24 Stunden in die Vergangenheit zu reisen, landet Hoagie im Gründungsjahr der Vereinigten Staaten. Laverne vor der Edison Villa 200 Jahre in der Zukunft. Und Bernard wieder in der Gegenwart, dort wo die, nun ja, etwas missglückte Reise ihren Anfang nahm. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Day of the Tentacle besticht vor allem durch seine fantastisch komischen Charaktere. Selbst unwichtige Nebenfiguren wie der namenlose Scherzartikelverkäufer sorgen durch herrlich überdrehte Klischees und die vorbildliche Vertonung für Lacher. Tja, du hattest recht. Boah, du siehst aus wie George Washington. Hoagie trifft in der Vergangenheit auf die Gründungsväter George Washington, Thomas Jefferson und John Hancock, die natürlich gnadenlos durch den Kakao gezogen werden. Oder aber Ned und Ned, Zwillinge, deren Mutter sie nur dadurch unterscheiden kann, dass der eine Rechts- und der andere Linkshänder ist. Ist das wichtig? Auch die Rätsel zählen noch heute zu dem Besten, was das Genre hervorgebracht hat. Denn dank der drei Zeitepochen können sie nun eine Reihe witziger Paradoxen erzeugen und die Geschichte manipulieren. Beispielsweise müssen wir hier irgendwie diesen Baum fällen, denn 400 Jahre in der Zukunft hängt Laverne in eben diesem Baum und kommt nicht runter. George Washington, bekennender Kirschbaumfan, lässt sich jedoch nur dann zum Fällen überreden, wenn wir aus den gelben Früchten kurzerhand rote pinseln und sie so wie Kirschen aussehen lassen. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh! Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen! Ich stecke hier fest in diesem... Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Doch Lavernes Situation hat sich nicht merklich verbessert. In der Zukunft hat die Menschheit dank Purpur-Tentakels Größenwahnsinn nichts mehr zu melden. Laverne wurde kurzerhand zur Haussklavin degradiert. So wie die Ur-Ur-Urenkel von Dr. Fred, Ed Edison und Schwester Edna im Hintergrund. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Ich hab's verlernt. Und weil es so schön war mit der Zeitmanipulation, gleich noch ein Rätsel, das über mehrere Zeitepochen funktioniert. Das mit den Netzwillingen. Als wir nämlich den Rechtshänderhammer durch ein Linkshänder-Exemplar ersetzen, mag's mit der kunstvollen Statue irgendwie nichts mehr werden. Ich bin froh,
dass wir getauscht haben. Zumindest für den einen Ned. Der andere kommt mit dem neuen Hammer natürlich weit besser klar, weshalb die beiden kurzerhand tauschen. Nun, auf den ersten Blick hat sich irgendwie ja nichts getan. Worin lag also der Sinn? Der liegt 200 Jahre später in der Gegenwart, denn die neue, alte Statue ist jetzt natürlich spiegelverkehrt aus dem Marmor geschlagen worden. Was es bringt? Tja, als wir Schwester Edna aus dem Raum stoßen, kann sie sich nicht mehr am Arm der Statue festhalten. Der Weg zum vorher streng verbotenen Videorekorder ist frei. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Witzig, im Verlauf treffen sie auf alte Bekannte aus Maniac Mansion, etwa Ed Edison, der ein traumatisches Erlebnis verkraften muss, deshalb in Therapie ist und Briefmarken sammelt. Aber was ist denn da damals eigentlich passiert? War da nicht irgendwas mit einem Hamster? Genau das können sie selbst ausprobieren, denn der Vorgänger lässt sich als verstecktes Easter Egg an Ed Edisons Computer starten. Was für eine coole Idee.